Guten Morgen, ihr Lieben. Ich vlogge jetzt nach fast einem Monat Pause. Freue mich, heute geht's wieder los. Ich werde mich jetzt schminken. Ich weiß, ich sehe echt klischeehaft aus in diesem Morgenmantel. Ich kaufe mir jetzt mal demnächst auch eine andere Farbe. Irgendwie habe ich Lust auf was Blaues oder Weißes. Muss mal gucken. Und ich schmink mich jetzt gleich und mache mich ready. Werde dann später gleich mein Video schneiden, was später online kommt. Gehe auch den Jungs einen Besuch abstatten, weil die heute alle beim Friseur sind. Und davor gehe ich noch kurz mal Alnatura ein paar Sachen kaufen. Ja, aber ich glaube, der Nachmittag wird echt reserviert sein fürs Schneiden. Und dann, ja, schauen wir mal, was der Tag so bringt. So, ihr Lieben, ich bin fertig geschminkt. Mein momentan Lieblingsponcho. Und jetzt flitze ich kurz mit meinem Mini zum Alnatura. Erledige mein Zeugs. Dann nehme ich nochmal eine Post für die Gewinnerin mit, weil sie hat sich endlich gemeldet. Darauf freue ich mich. Kann ich den Gewinn endlich von meiner letzten Verlosung ihr zuschicken? Darf ich jetzt auch ins Auto nehmen? Und ich glaube, ich habe jetzt nichts vergessen. Tipsy ist jetzt gefüttert, hat neues frisches Wasser. Und sonst gehen wir jetzt einfach raus. So Leute, ich bin gerade eben angekommen und habe gerade geparkt. Ja, und das war jetzt mein Schlüssel. Und mal gucken, wie sie aussehen und was sie machen. Und vielleicht könnte ich auch einen Termin ergattern zum Spitzenschneiden, was ich aber eigentlich nicht glaube. Ups, weil man da schon ein bisschen früher antanzen muss. Mal gucken. Der Friseur ist auch ein bisschen teuer, muss ich sagen. Da war ich mal, war echt, wo ich dachte, okay. Aber den Jungs scheint es dort drüben zu gefallen. Deswegen gehen wir jetzt da mal hin. Ich muss mich ganz kurz orientieren, wo der Salon nochmal ist. Ah ja, hier ist es. Wir stalken die Person. Falls es Emre ist, ist es cool. Falls es nicht, I never know. Wir werden sie. Leuchtet. Ich sterbe, gell? Ich bin gerade so. Warum? Es brennt so hart. Oh, Scheiße. Scheiße, wie er aussieht. Das ist so geil. Oder? Du musst aber viel weniger drin lassen, Ja, gell? Das ist schon voll blond bei mir. So, ich bin jetzt im Salon. Die Jungs sind da. Emre werden gerade die Haare ausgewaschen. Ich glaube, der kriegt jetzt nochmal eine Farbe drauf. Und ich habe kurzfristig einen schönen Termin gekriegt zum Stufenschneiden. Das will ich jetzt schon seit 3 Monaten machen. Und irgendwie komme ich erst heute dazu. So, die Jungs wird noch eingefingert. Und ich. Ach ja. Voll die schöne Einrichtung. Ich habe gleich einen Tee bekommen. Hier sowas zu knabbern. Schöne Atmosphäre. Und jetzt werden wir die Haare geschnitten. So, meine Haare sind geschnitten. Jetzt werden sie über Rundbürste geföhnt. Ihr wisst ja, ich liebe das. Und in der Zwischenzeit beobachte ich die ganze Zeit Phil und Emra. Und denen ist das Brennen unangenehm. Es ist so lustig, mit denen in einem Friseursalon zu sein. Der ganzen Crew im Friseur. Meine Haare sind fertig geschnitten und schaut mal, wie schön die aussehen. Richtig voll weich und so ein Stufenschnitt habe ich mir die ganze Zeit gewünscht. Ich bin gerade voll happy. Wir schalten jetzt diesmal auf der anderen Seite wie gewohnt. Aber sieht auch nicht schlecht aus. Voll cool. Ich habe echt so schöne Haare. Freue mich voll. Jetzt werden noch die Haare von Phil gewaschen. Ich glaube, bei ihm ist es fertig und einmal noch das Grau drauf. Und dann sind wir ready. Und ich bin ready und ich freue mich. Oh, die Haare sind echt, das sieht so gut aus. So wollte ich das immer schon. Vor allem, wisst ihr, wenn ich beim Friseur bin, ich mache immer zu Hause alles mit glatt und GHD, aber im Friseur will ich immer über Rundbürste föhnen. Und ich bin gerade so happy, weil es sieht echt voll gut aus. Mittlerweile ist Sammy gekommen. Hallo, ich kann mir die Spektakel nicht entgehen lassen, ja. Alle beim Friseur. Ich weiß nicht, ob ich das im Vlog werde ich wahrscheinlich so nennen. Alle beim Friseur. Ja, Emre kriegt die Haare jetzt nochmal irgendwie grau. Hello. Es wird gerade dunkler, weil, also dunkler jetzt nicht von Ding. So, mittlerweile bin ich zu Hause. Ich habe mich von allen auch verabschiedet, weil ich voll Hunger habe. Wenn dieser Vlog online kommt, dann wisst ihr mittlerweile auf meinem Hauptkanal, dass ich schwanger bin. Voll froh, ich kann endlich wieder Eier essen. Ich habe 3 Monate keine Eier essen können. Ja, und deswegen habe ich mir jetzt mein Essen gemacht. Ich zeige euch mal, wie ein Mittagessen von der Donja so aussieht. Also sehr, sehr schnell. Ich hatte Hunger, ich hatte keinen Bock, so viel zu stehen. Und zwar habe ich mir 2 Spiegel, also sind jetzt keine Spiegeleier so richtig, weil ich muss sie ja durchbraten. Dann habe ich hier Tomaten mit geräucherter Mozzarella, Kohlrabi. Und das sieht ein bisschen komisch aus, aber ich muss ehrlich sagen, seitdem ich schwanger bin, bin ich so hängen geblieben auf diese Teile. Die hat mir eine Freundin empfohlen. Und die gibt es eigentlich im Alnatura und in vielen normalen Märkten mittlerweile. Es ist so Brotaufstrich aus Gemüse. Man denkt sich, ja, weil so habe ich auch gedacht, weil eigentlich denke mal, aus Brot kommt eben nur Käse und Wurst. Dann dachte ich mir, okay, ich kaufe es mal, weil es hört sich sehr gut an. Renates Rosmarinkartoffler. Das sind hier Andreas
Auberginen-Zucchini. Ich fand es ein bisschen krass, so Brot irgendwie, Kartoffeln aus Brot zu tun. Deswegen kaufe ich das in letzter Zeit als Dip zu Gemüse. Und ist sogar vegan. Okay, und glutenfrei und so. Und das auch. Also bei denen ist halt Auberginen-Zucchini. Ich bin schon gespannt. Dann als Nachtisch habe ich 3 Pflaumen. Bin einfach so hohl. Ich habe mir vorne im Alnatura, habe ich mich beraten lassen, ein Stück Käse mitgenommen. Zusätzlich zu dem geräucherten Mozzarella, weil ich wollte Rohmilchkäse nicht, sondern etwas, was würzig ist. Und dann dachte ich mir, oh nein! Auf dem Kassenzettel habe ich geguckt, das Produkt war nicht drauf. Jetzt habe ich es irgendwie an der Theke liegen lassen. Aber egal, ich habe noch Käse von Gestrom. Und das gönne ich mir jetzt. Und danach drehe ich mein Video, wo ich auf meinem Hauptkanal verkünden werde, dass ich schwanger bin. Und danach schneide ich erst das Video, was für heute kommt. So, ich habe mein Video jetzt weitergeschnitten. Ich glaube, ich brauche noch so 20 Minuten, dann ist fertig exportiert. Jetzt gehe ich kurz raus mit Haytham und Emra und schieße ein paar Fotos für Insta. Und danach kommt endlich mal mein Ankündigungsvideo online. Ich mache jetzt alles. Ich habe die Sachen zusammengesammelt. Jetzt flitze ich rüber. Hoffentlich regnet es nicht. Und wenn, dann suchen wir uns ein schönes Plätzchen. Hallo, ich habe gerade mein Video fertig geschnitten, hochgeladen und kriege gerade sekündlich so viele Nachrichten, so dass ich gerade angefangen habe zu heulen. Ich bin gerade voll verheult. Emotional, habe ich schon mal im Video gesagt. Ich freue mich voll. Tipsy Chillzeitform bei mir. Ich schaue mir gerade eure ganzen Tweets an und alle voll lieb. Und ich werde jetzt mal vielleicht ein paar beantworten und alles so auf mich wirken lassen, weil ich das endlich sagen konnte und ich voll glücklich bin. Und ja, also entweder sehen wir uns später Videoerde oder erst am nächsten Morgen. Ja, hoffentlich hat es euch bis jetzt Spaß gemacht und vielleicht geht es später weiter oder tomorrow. So, neuer Tag, neues Glück. Ich bin schon seit 3 Stunden wach. Ich habe ein paar Sachen zusammengeräumt, weil ich jetzt in mein Büro fahre. Heute das erste Mal seit längerer Zeit. Und der Herr frühstückt gerade. Ich habe gerade Frühstück gemacht. Machen wir gerade noch Spiegeleier. Und dann wird es sagen, startet der Tag bei mir. Haytham ist weg. Warum habe ich gerade den hier gemacht? Man weiß nicht. Ich esse gerade und schaue parallel gerade Patricia Page's Vlogs an. Irgendwie ist das immer so meine Morgenunterhaltung. Ich schaue immer die ganzen Vlogs an. Und danach räume ich ganz schnell alles auf, was im Kühlschrank muss. Alles andere bleibt auf dem Tisch. Trinkt gerade Pfefferminztee. Tipsy ist heute irgendwie sehr, sehr nervig. Sie springt mich an, sie will rennen. Sie ist in letzter Zeit aber auch sehr anhänglich. Also seitdem ich schwanger bin, ist sie so anhänglich, ich kann nicht mehr irgendwo sitzen, ohne dass die mir auf dem Bauch krabbelt. Wenn ich nachts schlafe, schläft die mir auch auf dem Bauch. Irgendwie spürt die das, ich weiß es auch nicht. Sie schläft immer auf dem Bauch und dann schnurrt die immer. Und dann hat sie letztes Mal einen Milchtritt gemacht auf meinem Bauch. Und so wache ich manchmal auf. Die verfolgt mich. Ich kann echt nicht mal mehr duschen gehen, ohne dass wenn ich dusche, mache ich halt die Tür zu und dann mault sie die ganze Zeit. Denke ich mir, chill dein Leben, alle. Und ich habe noch voll die schönen Wellen vom Friseur drin gestern. Boah, so schick. Sollte ich mal einen Vlog fertig gucken, essen. Und jetzt ist gerade 10.25 Uhr. Eigentlich okay, um jetzt ins Büro zu fahren. Ist eigentlich fast ein bisschen spät, aber ich schaffe das. Später kommen Anna und Kat dazu. So, ihr Lieben, wir sind jetzt in meinem bescheidenen Reich. Machen wir kurz zu. Ich wollte so lange einen Roomtour für euch drehen, aber dann, wisst ihr, kam der Monat September und mir ging es richtig schlecht. Deswegen hatte ich das die ganze rausgeschoben. Ich dachte mir, ey, ich kann das jetzt auch ganz kurz in einem Vlog machen. Aber dadurch, dass es mir im September nicht so gut ging, habe ich hier jetzt noch nicht so viel gemacht, weil ich bin Ende Juli aus meinem anderen Büro gezogen. Dann bin ich innerhalb von einem Wochenende umgezogen in das Büro, bin dann aber anschließend 2 Wochen nach Tunesien, kam zurück und wollte das hier alles einrichten, war aber dann schwanger, habe halt langsamer gemacht und Haytham hat mir geholfen, Emra hat mir geholfen, so Stück für Stück, Leo und Anna, aber es ist noch nicht so ganz fertig. Ich habe ganz viele Mädels, die Make-up bei Donja sich schon damals beworben haben im Frühling und ich wollte die eigentlich auch alle jetzt im August schminken, aber wisst ihr, manchmal spielt so das Leben und dann konnte ich halt nicht, aber ich denke, es wird demnächst sein und alle Mädels, die in Zukunft bei Make-up bei Donja geschminkt werden, werden hier geschminkt in diesem Büro. Hier sind noch ein paar Leitern und Bohrmaschine und alles mögliche und es ist noch nicht alles aufgehängt, was ich aufhängen will, aber so, dass ihr einen groben Überblick bekommt. Also das meinte ich, hier sind Bohrmaschine und so und habe ich meine kleine Garderobe. Irgendwann ist die Leiter hier auch weg. Hier wird es dann in Zukunft dann immer, das muss ich alles noch waschen, Gläser geben. Hier habe ich, wenn ich Briefe verschicken muss, Prospekthüllen, alles hier. Unten habe ich, glaube ich, Wasserflaschen und Ordner. Die Wasserflaschen müssen, glaube ich, aufgefüllt werden. Und die Ordner muss ich, glaube ich, noch machen. Oh je. Ich brauche noch eine Ordnung. Vor allem, was sucht das Holzbrett hier drin? Das weiß kein Mensch. Na egal, ich muss ein bisschen auffüllen, weil ich nur alleine im Büro, sonst kommen Lami und Sammy und ja, Kaffee und so alles mögliche ist hier auch drin. Ich brauche demnächst eine Kaffeemaschine für mein Büro und ich brauche einen Wasserkocher für mein Büro. Dann geht es hier weiter. Das sollte nicht an dieser Stelle sein. Das ist mein Mikro. Das sollte auch nicht hier drin sein. Das liegt hier wahrscheinlich schon wieder 3 Wochen. Wegschmeißen.
Weil ich auch hier den ganzen Tag verbrenne, habe ich hier von Ikea das gekauft. Mein Geschirr, wenn ich ja Tee trinke oder sowas. Wir haben hier im Bürokomplex eine Küche, aber ich möchte dazu meinen Wasserkocher einfach hier haben. Unten habe ich noch Besteck, alles vom Ikea, weil es halt am schnellsten ist und günstig und fürs Büro. Dann habe ich hier so eine kleine Sitzecke. Ich brauche aber noch ein paar Sessel oder ich brauche noch eine Couch. Und kann sein, dass ich die Couch dann so hier hin tue, sodass man in Ruhe chillen kann. Hier hinten habe ich diese schöne Echtholzkommode, die ich mir damals aus Südfrankreich bestellt hatte. Da sind auch ein paar Sachen drin. Von Impressionen habe ich hier so einen Kronleuchter für den Boden. Das sind so Sitzhocker. Ich habe mir insgesamt vom Aldi insgesamt, glaube ich, so 4 Stück davon gekauft. Das war voll cool. Die waren nur 9,95 €. Passen jetzt von der Farbe nicht so, aber ich finde es jetzt nicht so schlimm, weil das ist halt das Büro und irgendwann mal kaufe ich mir bestimmt welche, die passen. Aber ich finde es cool, weil sie auch Truhen sind. Und wenn man so hier auf die andere Seite geht, man merkt schon, das Büro ist viel, viel größer, mindestens das Doppelte oder dreimal so groß wie das, was ich hatte. Werde hier dann immer meine ganzen To-Do-Pläne drauf machen. Dann habe ich mir das damals selber gebastelt, aus einem Gartenzaun in Rose Gold gemacht, dann ein paar Drahtblumen dran, weil da kommen jetzt alle Bräute, die ich geschminkt habe. In jedem so einem Kasten kommt ein Bild von so einer Braut. Ja, weil es in Zukunft auch vielleicht Probe-Make-ups hier in meinem Büro gibt. Ich gehe ja immer zu den Mädels, aber vielleicht könnte ich ja sowas auch mal hier machen. Genau, hier ist so der Schminktisch, wenn ich mich so für mich vorbereiten möchte. So ein paar Sachen sind hier, ein paar Erinnerungen, kommt aber noch viel mehr dahin. Dann hier so mein Drucker. Nicht den Müll angucken, bitte. Regal für Dinge, die ich hier aufbewahre. Was ich vergessen hatte zu sagen, in dem Regal sind alle Produkte, die ich zugeschickt bekommen habe und noch testen werde. Diese Deko kennt ihr noch. Und jetzt kommen wir zu dem Hauptdings. Ihr wundert euch, was das wahrscheinlich ist. Das ist so eine Stange. Da kommen eigentlich so Papierrollen dran. Aber ich dachte mir, wir improvisieren mal. Ich wollte mal so ein graues PVC-Ding, also etwas dicker ist, was so edgy aussieht. Aber in Zukunft werde ich so verschiedene Hintergründe machen. Das ist jetzt ein Hintergrund. Ich werde aber auch demnächst mal, glaube ich, aus England ein paar Hintergründe bestellen, weil ich finde es halt immer cool, wenn man für jedes Videothema so einen schönen Hintergrund hat. Das macht ja auch immer Michelle Fun und Nikki Tutorials und das finde ich halt voll inspirierend, weil dann rolle ich das einfach runter und rolle dann das nächste drauf. Hier ist die Ringleuchte, ein Tisch und eine weitere Sitzecke mit so, keine Ahnung, ein paar Sachen, ein paar Sitzgelegenheiten, weil manchmal ist man nicht alleine vor der Kamera. Hier habe ich dann noch so für Fotoshootings oder wenn wir ein bisschen mehr Augenlicht machen wollen, habe ich so ein Ding. Dann so weitere 2 Stative und hier ein paar Misasimani-Bilder. Ja, das ist im Groben so mein Büro. Ich weiß noch nicht, wo ich jetzt diese Kaffeeecke mache, aber was ich glaube, ist, wenn die Leiter hier weggeht, mache ich die Garderobe so wirklich bis dahin und dann mache ich hier ein Regal mit Wasserkocher und Kaffeemaschine und allem Möglichen, weil ich habe zu Hause noch so ein Ding und vielleicht schleppe ich das ja. Ich muss ja auch das Zimmer umgestalten, weil das kleine Kind ja auch kommt und ich habe ja noch so ein Ding, vielleicht schleppe ich das von zu Hause mit und tue das dahin so, dass ich oben dann so Wasserkocher und alles Milch habe. Ja, sowas war großer, grober Overview und jetzt drehe ich jetzt ganz schnell mein Video. Ich weiß nicht, ich glaube, es wird einfach ein stummes Get Ready With Me mit ein bisschen Musik. Nee, ich bin ein bisschen außer Atem. Ich bin heute das allererste Mal seit einem Monat im Büro. Die Fahrt war okay, aber mir war gerade ein bisschen schlecht, sodass ich leider wieder rückwärts essen musste. I know, too much information. Und ich habe auch ein bisschen ein gelbes Gesicht. Sieht man mir auch ein bisschen an, aber egal. Ich ruhe mich jetzt ein bisschen aus und schminke mich, trinke was und dann gehe ich später auch... ach, stimmt ja, ich muss mir noch meinen Saft holen. Ich habe extra so einen richtig leckeren Saft mitgebracht. Den muss ich hochholen. Nee, nur mit Wasser komme ich jetzt nicht durch. Ja, das drehe ich dann jetzt und dann kommen die Mädels und schminken dann ihre Tutorials hier. Wenn die denke ich mal, meinen Hintergrund nicht haben wollen, machen die das einfach weg und dann haben sie eine weiße Wand oder sowas. Ja, so wie sie es mögen. Keine Ahnung. Ja, das ist so mein kleines Reich. Und jetzt bin ich außer Atem. Bis später.